Hi, heute möchte ich euch die Backfire-Funktion vorstellen mit der Maxhaus Active Sound Anlage. Das machen wir heute bewusst mit einem sehr ruhigen Wagen, damit ihr den Sound und das Backfire wirklich 1:1 so hört, wie es auch von der Anlage wiedergegeben wird und nicht durch einen Benzinmotor, der von Haus aus schon Sound hat, übertönt wird. Aber hört euch erstmal den Wagen in Original an, damit ihr den Unterschied hört, auch vom Sound her und später dann auch vom Backfire. Jetzt konntet ihr einen kleinen Eindruck gewinnen, wie sich der Wagen original anhört, wenn wir Gas geben und wenn wir beschleunigen. Jetzt setzen wir uns mal in den Wagen und aktivieren mal die Active Sound Anlage und ich zeige euch die Einstellungen vom Backfire. Als allererstes aktivieren wir mal die erweiterte Profileinstellung, um den kompletten Funktionsumfang des Backfires im Menü dann später auch zu sehen. Dazu gehen wir unten rechts mal in der App auf Mehr. Wir setzen den Punkt erweiterte Profileinstellung. Gehen jetzt wieder zurück ins Profil und oben links in die Einstellung. So, jetzt haben wir ganz rechts den Reiter Maxhaust, da gehen wir drauf und sliden einmal nach links. Und hier steht jetzt die Backfire Start, steht jetzt hier auf 2650 Umdrehungen. Das bedeutet, das Backfire wird erst ausgelöst, wenn 2650 Umdrehungen erreicht sind. Das drehen wir jetzt einfach mal runter auf 1500, dass wir es direkt auch früher hören. Und die Backfire-Anzahl stelle ich jetzt mal auf 4. Das bedeutet, dass nicht, dass immer 4 Backfires abgespielt werden, sondern maximal 4. Manchmal 1, manchmal 2, manchmal 3. In der ganz willkürlichen Reihenfolge spielt dann die Maxhaus-Sound-Anlage dieses Backfire dann ab. Das Backfire ist jetzt eingestellt und jetzt zeige ich euch, wie sich das anhört. Das war's schon über die Backfire-Funktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss.